Liebe YouTube-Freunde, in diesem Video geht es um das Thema Sichtbarkeit. Auf der einen Seite möchte ich über Sichtbarkeit was sagen und auf der anderen Seite über das Thema Positionierung. Denn beides sollte mit einhergehen. Das heißt, es sind zwei Themen, die sozusagen sehr stark miteinander verankert sein sollten, ja, und die nicht das eine oder das andere nicht ohne dem einen oder anderen bedacht werden sollten und in Aktion, in die Umsetzung gegangen werden sollte. Also zum einen hast du hier das Thema Sichtbarkeit, natürlich super wichtig. Und dann hast du hier auf der anderen Seite das Thema Positionierung. Und hier haben wir auch immer wieder gesagt, besonders wenn du am Anfang stehst, aber auch generell, wenn du ein Unternehmen stark skalieren möchtest, dann ist sehr, sehr wichtig, dass deine Positionierung unter anderem, haben wir ein ganz eigenes Modul in unserer Akademie, kannst auch gerne mal vorbeischauen, möglichst spitz ist. Ja, möglichst spitze Positionierung, das hat den ganz großen Vorteil, dass du, sagen wir mal, Traktion sehr schnell bringen kannst. Ja? Also wenn du dich auf ein ganz spitzes Thema positionierst, egal was du machst, ob du jetzt Google Ads schaltest, SEO machst, Telefonakquise, egal welche Kanäle du bewirbst oder in Anspruch nimmst für die Umsetzung, für die Akquise, für die neue Kundengewinnung, selbst für die Mitarbeitergewinnung, ist es viel, viel einfacher zu sagen, okay, ich konzentriere mich nur auf diese eine Branche und dann suche ich mir Mitarbeiter, die bereits in dieser Branche schon mal Erfahrungen gesammelt haben. Ja? Also es ist auch da ziemlich, ziemlich vereinfacht, dann auch sehr stark qualitativ weiterhin eine Dienstleistung zu erbringen und gleichzeitig aber auch stärker und schneller zu skalieren. Auf der anderen Seite haben wir hier Sichtbarkeit und viele verirren sich so ein bisschen im Irrgarten der Sichtbarkeit. Bedeutet, es ist nicht jedes Mittel reicht, in die Sichtbarkeit zu gelangen. For example, würde ich schon sagen. Zum Beispiel, ich spreche meinen ganzen Tag Englisch, deswegen. Zum Beispiel, wir bauen jetzt gerade für diverse Kunden YouTube-Kanäle auf. Ja, manchmal bin ich selber mit in der Kamera, mit dabei, vor der Kamera und so weiter. Häufig aber auch nur im Hintergrund, ja, weil einfach meine Kunden es teilweise gar nicht möchten. Die möchten, dass ich da halt so total, also komplett im Hintergrund eben bin. Also typisch Agentur, Agent-based Business eben. Und wir haben aber immer wieder einige Patterns daraus lesen können, dass wir dort häufig zu sehr technischen Themen posten, Videos machen und dergleichen. Also weil meine Zielgruppe ist nun mal die IT-Branche, wo halt relativ verhältnismäßig wenig Traktion, ja, stattfindet. Das heißt, man postet dort ein Video, man hat irgendwie 50 Views, maximal 150 Views oder sowas, ja, und das ist dann schon sehr, sehr viel. Und dann sagt man sich, okay, wie sieht es denn mit der Sichtbarkeit aus? Ist es denn genug Sichtbarkeit, ja, um hier letztendlich mit dieser View-Anzahl, die Videos, die wir posten, da geht ja genauso viel Arbeit rein, wie Video, das du postest, das eine Million Views bekommen würde. Ne? Also die Arbeit, die da reingeht in so ein Video, wenn du es vernünftig machst, ist ja mehr oder weniger die gleiche. Ne? Und was können wir denn jetzt noch für Themen machen, wo wir einfach mehr Traktion bekommen? Ne? Dann haben wir das auch mal getestet und so weiter. Dann haben wir irgendwie so andere Themen mit reingemischt und so weiter. Und natürlich geht dann die Sichtbarkeit nach oben, wenn du plötzlich über politische Themen sprichst, wenn du plötzlich über Umweltthemen sprichst, wenn du plötzlich über Energiepolitik sprichst und so weiter und so weiter, über irgendwelche Immigrationsthemen und so weiter. Nur die Frage ist halt, okay, zu welchem Preis erkaufst du dir dann die Sichtbarkeit? Weil du dann wahrscheinlich auch Leute bekommen wirst, die überhaupt gar nicht mehr in dieser spitzen Zielgruppe sind. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Es gibt natürlich Sachen, die man experimentieren kann, ausprobieren kann, aber generell ist nicht per se Sichtbarkeit, und jetzt möchte ich auch mal die Brücke schlagen zu dem, was auch viele Coachings und große auch Coaching- und Consulting-Programme sagen, dass sie sagen, PPC, erkaufe dir die Sichtbarkeit. Ja, das ist sozusagen das A und O der heutigen Zeit. Im Gegensatz zu analog damals, irgendwie ja, per Telefonakquise und so weiter vor 25 Jahren, noch vor Google Ads die Zeiten, na, da war alles ein bisschen anders. Die meisten von euch können sich da wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern oder sind zu jung dafür. Das ist auch alles schön, gut und richtig. Ne? Aber eine Sache wird hier meistens komplett außer Acht gelassen, wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht. Und das ist letztendlich, dass
erkaufte Sichtbarkeit, also über PPC, ich sage es jetzt mal das englische Wort, Pay per Click, ja, erkaufte Sichtbarkeit. Ich meine, generell erkaufst du ja Sichtbarkeit ja immer, denn wenn du jetzt halt auch keine PPC-Kampagne machst, machst du halt eine SEO-Kampagne oder eine Telefonakquise-Kampagne, dann zahlst du halt für die Zeit, die du reinsteckst oder für die Person, die diese Zeit reinsteckt. Also, ist schon klar. Aber ich spreche jetzt mal von auf Knopfdruck quasi Kunden kaufen oder zumindest an die Sichtbarkeit kommen. Ja, wir reden jetzt noch nicht mal von Kunden kaufen, sondern einfach auf Knopfdruck in die Sichtbarkeit kommen. Knopfdruck, wir erstellen die Kampagne, es dauert eine Woche oder sowas und dann Knopfdruck, zack. Und das ist alles super und das gehört auch voll dazu. Nur ist es nur die Initialzündung und das, was danach kommt, ist das eigentlich Wichtige. Und deswegen möchte ich jetzt hier nochmal die Brücke schlagen zur Positionierung. Denn nur wenn deine Positionierung passt und die musst du im Idealfall dir sehr gut erarbeiten und auch wieder mit Iterativen auch immer wieder neu begutachten, das ist auch klar, ne? Also man ist da nie fertig. Aber nur wenn du die einigermaßen gut hast und auch bei der Positionierung bleibst und dann nicht zu sehr weit ausscherst, um einfach mehr Sichtbarkeit zu bekommen, weil einfach andere Themen irgendwie mehr Sichtbarkeit genießen da draußen, dann hast du überhaupt eine Chance, dass du hinten raus letztendlich Kunden bekommst zum Ersten, die richtigen Kunden bekommst, qualitativ hochwertige Kunden bekommst und die dann auch qualitativ hochwertig delivern kannst, damit dann diese Kunden zu deinem Marketing werden. Und das ist das alles Entscheidende, auch wenn man sich um das Thema Sichtbarkeit erkaufen, also Erkauf der Sichtbarkeit, Gedanken macht. Das muss man sich hier bereits, also ganz vorne, wenn wir jetzt zum Beispiel den Funnel haben, ne? Ja, also wir haben jetzt hier zum Beispiel, wir sind ganz oben, top of the funnel, da geht es um Aufmerksamkeit. Ja, also wir sind ganz am Anfang vom Funnel. Da sollte man sich bereits Gedanken machen, dass man hier unten letztendlich das, was man eigentlich möchte, sind Kunden, die das Marketing für einen übernehmen. Also Kunden werden zum Botschafter, Marketingbotschafter, zum Produktbotschafter. So dass da draußen letztendlich, so wie ein bisschen bei Apple, ne, die werben sich ja gegenseitig alle. Ja, das heißt, wer geht heute noch in einen Apple-Shop rein und lässt sich von einem Apple-Verkäufer ein Apple-Gerät verkaufen? Die stehen ja vor dem Apple-Shop sozusagen Schlange und haben das Apple-Produkt ja bereits gekauft, lange bevor sie überhaupt zur Tür reingegangen sind. Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel und jeder und fast alle nutzen immer dieses Beispiel von Apple, weil es eben so unfassbar klar und deutlich darstellt, worum es letztendlich geht, nicht nur bei Apple, sondern egal bei welchen Dienstleistungen, bei welchem Produkt es gehen sollte. Klar, wenn du jetzt ein kleiner Fisch bist, ja, ein kleiner Goldfisch oder so, im Vergleich zu Apple, ja, ein kleines Unternehmen hast oder Freelancer sogar noch bist und so weiter, aber im Endeffekt ist es genau das Gleiche, das ist das, was wir wollen. Und wenn wir jetzt hier wieder ganz am Anfang gehen, die Sichtbarkeit, hier sich bereits Gedanken zu machen, okay, wie und ob und wie investiere ich mein relativ verhältnismäßig kleines Budget in erkaufte Sichtbarkeit, egal was ich da jetzt halt mache und plane, dann immer schon das Ende und dann vom Ende her denken, zu sagen, okay, welche Kunden will ich und welche Kunden sind dann die Kunden, die für mich das Marketing eines Tages übernehmen. Denn das ist immer das Endziel und immer vom Endziel her rückwärts denken ist das, was wir mit unseren Kunden sehr gerne machen, denn das ist auch das, was am erfolgreichsten in der Regel dann ist in der Umsetzung. Wenn dir das gefallen hat und du suchst ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Hilfe, dann hol dir bei uns ein Erstgespräch gerne. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Auch gerne wieder hier auf YouTube oder auf LinkedIn. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.